Nein, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. StealthTrader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Natürlich mit Dirk Hilger, bei dem ich mich jetzt schon bedanke, da er heute leicht angeschlagen ist. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. So, wir machen jetzt erstmal wie immer das Obligatorische. Natürlich einmal den Risikohinweis. Bitte dieses Webinar nicht als Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Dirk eventuell nachher aktiv wird. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Und die Meinung des Referenten muss nicht zwingend die von FXLet sein. Okay, ich freue mich, dass wieder so viele dabei sind. Und deswegen schalte ich jetzt auch einmal rüber zu Dirk. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Jo, dann auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen hier aus Köln. Heute verschnupfterweise, wie der Nelson ja gerade schon angemerkt hat, bin etwas angeschlagen und hoffe, ich schniefe euch jetzt hier nicht die ganze Zeit zu. Werde mich auf jeden Fall bemühen, immer zum richtigen Zeitpunkt hier die Stummtaste zu drücken, damit es nicht allzu anstrengend wird. War gerade irgendwie in der Apotheke auch noch was geholt, damit die Nase erstmal dicht ist. Sonst wird es, wie gesagt, so ein bisschen anstrengend. So, also, der liebe DAX. Ich habe ja auch im Blog jetzt heute nicht allzu viel dazu geschrieben, habe aber die ganze Zeit, wer das so ein bisschen verfolgt hat, ja auch thematisiert, was es mit, beziehungsweise, dass ich halt die 11.561, sorry, wenn ich heute ein bisschen langsamer rede, ich bin irgendwie nicht so ganz auf der Höhe, die 561, warum die halt wichtig ist oder halt eben, wie ich es gestern genannt habe, kriegsentscheidend, das vielleicht mal zuallererst, weil ein paar Minuten haben wir auch noch hier bis zur Eröffnung und zeigt es mal ganz kurz hier zuerst im Tagesschart. Also wir sehen halt hier einfach, also hier bin ich jetzt im Tagesschart. Wir sehen hier, wir kommen von da oben runter. Hier von über 12.000 haben dann halt hier ordentlich unter, beziehungsweise in Richtung 11.000 dann halt hier korrigiert, beziehungsweise sind gefallen. Und wir haben halt hier einfach den letzten Korrekturpunkt. Und das ist ziemlich genau die 561. Beziehungsweise, klar, wenn man jetzt hier guckt, ist der Peak ist jetzt ein bisschen höher. Der liegt bei 567, 569. Aber ich gucke halt immer auf die Stelle, wo halt eben Volumen in den Markt kam. Und das war halt die 561 und zwar auch mehrfach, also hier auch schon ein paar Tage davor. Und was man jetzt halt einfach sieht, das ist halt, wenn man diagonale Trendlinien weglässt, was ich ja sowieso grundsätzlich mache, weil ich damit einfach nichts anfangen kann, dann sieht man halt einfach ganz deutlich, hier war halt das letzte Korrektiv hoch. Und entsprechend ist natürlich jetzt hier auch die Entscheidung an der Stelle, ich zeichne mal hier die Linie eben noch ein, ist natürlich jetzt hier auch die Entscheidung an der Stelle, wird das jetzt ein Reversal oder geht jetzt halt hier letzten Endes einfach nur der Abwärtstrend weiter, weil wir sind im Abwärtstrend immer noch drin. Wir sind nicht etwa drüber. Ich glaube, wenn man das diagonal irgendwie versucht mit diagonalen Trendlinien, dann sieht es irgendwie aus wie ein Ausbruchsversuch, aber zeichne ich hier erst gar nicht ein. Wie gesagt, ich kann damit nichts anfangen, sondern versuche mich hier rein vertikal zu orientieren. Und hier sieht man natürlich dann entsprechend, da geht es halt nicht mal einfach drüber. Man darf halt nämlich auch eins nicht vergessen, ab der Stelle, das ist halt einfach so, ab der 561 zum letzten Mal ging es ab hier 1.300 Punkte etwa runter, wenn ich richtig liege. Und das heißt, hier war halt einfach ein massiver Verkauf angesagt. Und mal ausgehend davon, dass das jetzt hier keine kleinen Retailer waren mit kleinen Positionen, sondern halt schon was Größeres, darf man halt einfach hier nicht vergessen, dass die Leute, Institutionen, wer auch immer hier letzten Endes gesagt hat, wir drücken hier auf den Knopf und schießen den DAX nach unten, die haben halt hier die Möglichkeit, zum gleichen Kurs wieder zu verkaufen. Ja, und das heißt, wenn die natürlich, diejenigen, die hier den Markt ja auch bestimmen, daran festhalten und als Beispiel da halt einfach noch Interesse haben, weiter zu verkaufen. Und dann kriegen wir hier auch nochmal massiv Druck rein. Und deswegen ist es natürlich gefährlich oder vielleicht auch vermessen,
über so einen Punkt einfach hinaus zu denken. Ja, ich meine, es kann natürlich passieren, weil ich weiß ja nicht, kann ja sein, dass die sagen da unten, ja gut, da waren wir eh fertig, wir wollten nur nochmal neu kaufen, weiß ich alles nicht, ja. Aber halt, das ist natürlich entscheidend, dass man solche Punkte ganz klar beachtet und nicht etwas sagt, ja, wir haben jetzt halt hier einen Hochlauf von so und so viel Prozent, dann nochmal einen Rücklauf, der geht jetzt bestimmt da drüber. Das ist meines Erachtens die falsche Herangehensweise. Und das Einzige, was man machen kann, ist gucken, was passiert da, beziehungsweise wenn wir hier schon mal so hoch stehen, an der Stelle hier am letzten korrektiven Hoch und wir im Trend sind, ist die einzig richtige Richtung, wenn man natürlich ein bisschen mehr als jetzt irgendwie nur 20, 30 Punkte haben will, sondern wenn man hier die große Richtung haben will, ist die einzig richtige Entscheidung hier erstmal Short. Und weil man dann auf jeden Fall halt im Trend handelt und nicht etwa dagegen. Und alles, was jetzt hier irgendwie an Long-Versuchen stattfindet, ist ganz klar gegen den übergeordneten Trend. Und ich finde es halt wichtig, halt auch mal zu zeigen und anzusprechen, weil egal, wo man jetzt momentan irgendwie liest, irgendwelche Analysen, da kommen dann direkt wieder irgendwie 12.000, 13.000, weiß der Geier halt was, ja, nur weil der es halt hier gerade mal korrigiert hat. Das kann ja alles sein, aber wo ist dann halt nach einfacher Trendmechanik, wo ist da der Ansatz dafür, der strategische Ansatz? Das ist halt rein spekulativ. Und mit dem Trend gehen ist halt weniger spekulativ, denn wissen wir ja alle, im Zweifelsfall wird eine Bewegung fortgesetzt und nicht etwa umgedreht und unterbrochen. Und deswegen ist da halt mein Augenmerk ganz klar drauf. Auf der Stelle jetzt hier, das muss auch jetzt nicht heute irgendwie komplett nach unten kippen, es kann aber. Und das sollte man sich dann halt auch nicht wundern, wenn es dann halt so kommen sollte. Wie gesagt, ich weiß es natürlich auch nicht. Aber da sollte man sich nicht wundern, wenn dann plötzlich Supports nicht mehr halten. Das liegt dann nämlich einfach daran, dass halt hier wirklich die größeren Positionen vom übergeordneten Trend halt nochmal reaktiviert werden. Und dann gibt es keine Supports mehr, sondern dann gibt es nur noch Hürden, weil wir dann halt einfach auch im Trend sind. Und in einem Abwärtstrend gibt es keine Supports, sondern wie gesagt Hürden und Widerstände in die Richtung nach unten. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal irgendwie auch selbst angucken, das Ganze hier und seine Entscheidungen da halt auch, egal in welche Richtung, in Frage stellen. Das tue ich natürlich umgekehrt genauso, was jetzt halt meine generelle Short-Richtung angeht, ebenfalls. Ich bin jetzt halt hier natürlich Intraday bisschen kurzfristiger unterwegs. Ich muss jetzt heute hier nicht irgendwie hunderte von Punkten irgendwie einsammeln, sondern hier geht es ja nur darum, irgendwie ein Stück von der Tageskerze letzten Endes da halt rauszuschneiden. Und da kann man sich halt zum Beispiel dann auch mal angucken, was da jetzt nämlich gerade passiert. Ich hatte hier, und das ist bei mir im Blog auch zu sehen, die 430 hier an der Stelle, die war nur verkürzt eingezeichnet, weil das erstmal nur ein temporärer Support war. Trotzdem sieht man aber hier, und wenn man das natürlich jetzt auch einfach mal hier aufdröselt an der Stelle, ich kann das hier mal bisschen rudimentär versuchen, wenn man da halt jetzt mal eine Trendbewegung da versucht halt irgendwo einzuzeichnen. Und dann sieht man halt eben auch, dass wir hier an der Stelle das letzte korrektive Tief hatten. Und hier ist natürlich dann jetzt im Stundenchart klar auch dann darum geht, wie geht es jetzt weiter? Drehen wir das Ding jetzt hier um oder drehen wir es nicht um? War es vielleicht nicht so klug, das in Blau zu machen? Aber ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Ja, sieht man ja hier. Also wir haben hoch, tief, höheres Hoch und dann nochmal nicht, kein neues Tief, nochmal höheres Hoch. Und hier ist natürlich jetzt Intraday ganz klar der Knackpunkt. Hält das die Geschichte hier, das letzte Korrektive, beziehungsweise der letzte Support hier, oder brechen wir den? Weil wenn wir den natürlich jetzt brechen, die 530 als Beispiel in einer Stunde da deutlich drunter schließen, und dann haben wir eigentlich schon die erste Bestätigung dafür, dass wir halt hier eine Umkehr haben von dem mittelfristigen Aufwärtstrend, der jetzt dann halt auch hier wieder drehen dürfte, dann entsprechend in den übergeordneten Trend. Ja, also hier sehen wir jetzt so ein bisschen Verteidigung an der Stelle. Ich hatte ja bewusst auch ein bisschen tiefer, die 430, weil das halt hier auch im Stundenchart der letzte Widerstand war. Man könnte den auch noch ein bisschen tiefer ziehen, hier vielleicht auf den letzten Schlusskurs. Da kommen wir dann noch genauer hin, eigentlich auch. Und weil das ist natürlich auch der übliche Ansatz, den ich immer verfolge,
Die Paritätsumkehr, das heißt hier Widerstand entsprechend gekauft worden, nicht bestätigt, also hat da mal wieder was gefehlt. Und das war jetzt halt hier die 427 beziehungsweise etwa die 430. Und erstmal reagiert das. Und es kann natürlich sein, dass es jetzt hier so ein bisschen Unschärfe war und dass wir einfach wieder da hochlaufen. Was auf jeden Fall möglich ist, ist, dass wir halt hier die 491, ist es eigentlich, ist hier nicht ganz richtig eingezeichnet. Die muss ein bisschen tiefer, dass wir hier die 491 nochmal bekommen. Das heißt, auch da sieht man hier oben, das waren halt die letzten Supports hier auf relativ hohem Niveau. Wäre möglich, dass das nochmal versucht wird, weil da fehlt auch so ein bisschen was. Und das könnte natürlich jetzt auch hier in Form von einem Squeeze passieren, ist für mich aber trotzdem nicht long, sondern wäre dann ganz klar da oben halt eher eine Short-Chance. Also auch wenn er jetzt hier irgendwie hochspringen sollte, wie gesagt, es kann sein. Ich weiß es natürlich nicht, weil hier die 8 Uhr Kerze im Stundenchart, die macht schon dicke Arme hier. Ja. Das ist schon möglich. Hier habe ich auch mal eingezeichnet, das ist das Gap, was wir da halt hatten im Future, beziehungsweise eigentlich gehört das natürlich hierher. Da war halt Schluss und da ist auch gerade dran gelaufen. Mehr passiert da, ist da jetzt erstmal noch nicht passiert. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie die Eröffnung jetzt stattfindet, weil hier einfach nochmal runter möglich ist es. Aber wird man, glaube ich, erstmal kurz einen Moment irgendwie gucken müssen, bevor man da halt irgendwo jetzt in den Markt eingreift. Und was man halt hier auch sieht bei der 491, passenderweise das Value Area Low von gestern, das wäre natürlich schon eine nette Bewegung, wenn wir die kriegen. Ja, also sollte er jetzt da hoch wirklich rennen, würde ich da oben auf jeden Fall sofort short gehen. Und eben halt aus dem gezeigten Ansatz her, weil es halt eben hier oben der letzte Support war und natürlich jetzt hier noch in Kombination mit dem Value Area Low. Also für diejenigen, die das nicht kennen, weil ich sehe, es sind heute doch einige mehr da. Es ist richtig gut besucht heute. Als sonst, Value Area Low ist nichts anderes als also 70% des Volumens im Future wurden gestern umgerechnet jetzt auf Kassakurse in diesem Bereich gehandelt. Und das ist natürlich schon aussagekräftig, weil wir starten hier ganz klar jetzt nämlich erstmal also aus Volumensicht im Abwärtstrend, weil wir unterhalb der Value Area, also sozusagen des fairen Preisbereiches. Wir starten also drunter und es sind erstmal deutlich günstiger. Und das heißt natürlich auch, wenn man es einfach mal rein kaufmännisch betrachtet, hier ist der DAX jetzt einfach deutlich günstiger als gestern. Das ist natürlich erstmal eine Gelegenheit, da halt eben auch einzukaufen. Auf der anderen Seite, wenn aber halt entsprechend das bestätigt werden soll, dass wir hier die Abwärtsbewegung fortsetzen und hier halt tatsächlich auch Volumen in den Markt kommt und dann sollten wir hier oben aufeinander treffen. Wie gesagt, das muss jetzt nicht kommen. Ich sage nur, wenn das kommt, weil das sind ja keine Zielbereiche oder irgendwas in der Form. Ich sage nur, wenn das kommt und dann ist es natürlich schon plausibel. Aber jetzt für die erste Bewegung ist das vielleicht ein bisschen weit. Da bestimmt auch die Möglichkeit, dass wir jetzt halt hier zum Beispiel an den Future Close, der hier auch entsprechend angezeigt ist, dass wir halt da erstmal hinlaufen und dort halt sozusagen an das Gap dann entsprechend im Future einmal kurz andocken. Ich bin zwar jetzt nicht so der Gap-Händler, aber es passt natürlich halt hier auch markttechnisch zu dem, was wir halt hier sehen, die Bewegung, die wir halt hier haben an der Stelle. Das heißt, hier haben wir auch nochmal eine kleine Aufwärtswelle hier, einen relativ großen, ja, jetzt ist natürlich über Nacht passiert, aber halt eine relativ große Bewegung hier im 5-Minuten-Chart eben auch über Nacht und wäre halt auch noch so eine kleine Übertreibung hier von dem EMA. Und was haben wir hier noch? Genau die Eröffnung dann entsprechend. Das heißt, profan ausgedrückt, würden wir hier eine Veränderung der Farbe der Tageskerze im Future dann halt eben auch sehen. Und das heißt, da ist ja halt auch letztendlich das Gleiche. Ja? Also die einen wollen runter, die anderen wollen hoch. Also auch immer wieder ein Punkt, wo Interessen aufeinandertreffen. Und die versuche ich ja halt immer zu finden, weil mehr kann ich nicht machen, als irgendwo versuchen ausfindig zu machen, wo treffen die Interessen aufeinander und das dann entsprechend dann halt handeln, weil dort kriegt man natürlich einfach auch immer Bewegung an solchen Stellen. Und was ja klar ist,
Also, und da muss man halt, das heißt, da ist es dann meistens so, generell an solchen Stellen, wo Interessen aufeinandertreffen, rennt es nicht einfach durch, weil natürlich dann halt Volumen in den Markt kommt, von allen Seiten. Und das ist halt eben das, wo ich finde, was eigentlich das einzig Wichtige überhaupt im Handel ist, dass man halt in der Lage ist, solche Punkte ausfindig zu machen und die Bewegungen, die dann halt da entstehen, halt für sich auszunutzen. Und mehr ist es nicht, weil jetzt irgendwie hier Vorhersagen, kriegen wir jetzt hier die Fortsetzung, den massiven Rückgang oder auch nicht, kann im Endeffekt keiner, weil einfach keiner weiß, wie die Gründe jetzt sind von den insbesondere großen Marktteilnehmern, was da jetzt halt der große Plan ist, der dahinter steckt. Und wie ich es halt vorhin vor allen Dingen hier im Tagesschart gezeigt habe, ich weiß einfach nicht, sind die da unten fertig? Ja, war das hier eine Partei, die das Ganze halt so gemacht hat? Die grüne Linie, die hatte ich letztes Jahr schon gezeigt und da auch gesagt, da kriegen wir recht sicher, kommen da nochmal Käufer in den Markt, die das Ding auch nochmal hochdrehen, was ja auch passiert ist. So, soweit okay, aber ich weiß ja nicht, sind die jetzt fertig hier unten? Haben die einfach nur noch mal günstig eingekauft und wollen nochmal nach oben? Oder machen die jetzt hier entsprechend die zweite Schublade auf und freuen sich, dass sie nochmal genauso teuer verkaufen dürfen? Weiß keiner, ganz klar. Und ich natürlich auch nicht. So, jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen überschaubare Bewegung jetzt hier in der ersten Minute. Die Kasse hat ja gerade aufgemacht, aber das heißt jetzt erstmal nichts. Und jetzt mal gucken, wie die erste Reaktion jetzt hier ausfällt. Also direkt runter unten durch, glaube ich jetzt erstmal auch nicht. Nur wenn dem so sein sollte, dann muss man natürlich gucken, wie man da halt in den Markt und dann halt auch noch mal reinkommt. Weil hier sieht man jetzt halt auch, ist tatsächlich einfach nur mal kurz an das Gap drangelaufen. Mir ist gerade überhaupt nicht passiert. So 3 Punkte drüber hätte er jetzt schon gedurft. Dann wären wir nämlich in dem Bus auch schon drin. Aber okay, ist dann jetzt erstmal so. Knapp verfehlt ist auch daneben. Aber waren jetzt natürlich halt auch hier nur 10, 15 Punkte. Mehr war das jetzt noch nicht. Und hat jetzt auch erstmal noch nichts zu sagen, ganz klar. So, ich sehe wie immer natürlich Fragen halt nicht, weil solange ich hier keinen Trade aufhabe, kann ich natürlich auch noch auf Fragen eingehen. Also erstmal hast du ganz viele gute Besserungen und Thorsten hofft, dass du diesmal legale Sachen bei der Apotheke gekauft hast. Ansonsten erstmal keine Fragen, beziehungsweise die, die Okay. da waren, habe ich beantwortet. Ja, okay. Ja, dann erstmal danke für die Genesungswünsche. Aber das Nasenspray hilft ja tatsächlich. Das ist echt, das ist ja unglaublich. Immerhin, wobei, wenn ich mir nachher anhöre, dann höre ich mich wahrscheinlich da öfter schniefen, als mir das irgendwie gerade selber vorkommt. Okay. So, also wie gesagt, noch nicht viel, aber schön, dass der Thorsten auch da ist. Ich verpenne ja immer seine Webinare, weil der Thorsten, der ist ja auch immer so extrem früh an. Der macht ja immer schon irgendwie um, wann macht er? 7:45 oder sowas, ne? Also vor Genau. 8, auf jeden Fall. Das ist natürlich für meinen Geschmack ein bisschen zu stramm. Das schaffe ich nicht. Also ich bin zwar auch jetzt nicht unbedingt der Langschläfer, aber der Thorsten, der frühstückt ja schon irgendwie morgens mit den Würmern. Die ja, ne? So heißt es ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und jetzt habe ich keine Ahnung, mit welchem schlauen Spruch ich das umdrehen soll. Es gelingt mir gerade nicht. Vielleicht gefällt dem Thorsten was ein. Ich bin heute nicht so wirklich schlagfertig, muss ich hier gerade feststellen. Am besten lasse ich das mit den Frechheiten. Sonst kriege ich gleich. Ihm fällt bestimmt was ein, wenn er Ja, dem jetzt fällt garantiert was ein. Mikro hätte. Ich lasse das einfach mal mit den Frechheiten. Ich glaube, das geht heute nicht gut für mich aus. Ja, aber an der Stelle habe ich vorhin ganz vergessen. Also danke, dass ihr dabei seid. Ich sehe es hier wirklich auch gerade an den Teilnehmerzahlen. Das ist ja heute exorbitant. Ich habe ja auch selber so ein bisschen die Werbetrommel auch noch gerührt auf der Stereotrader Facebook-Seite. Aber das ist halt so, also ich finde es halt immer wichtig, ja, dass man halt dann solche Sachen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Blog halt irgendwelche Zahlen da halt aufführe und die halt auch zu untermauern und einfach mal zu zeigen, wie kommt es dazu. Und ich weiß, wie gesagt, ja auch um andere Analysen, die da halt im Netz rumgeistern,
Und dann letztens auch noch irgendwie mit jemand eine Diskussion gehabt, wo es dann halt irgendwie hieß, ja, da geht jetzt bestimmt irgendwie hier 11.800 und so weiter. Habe ich dann auch gesagt, ja, du kannst doch nicht einfach über einen Punkt drüber handeln, der einfach der dickste Abverkaufspunkt einfach im letzten Jahr war, nämlich die 11.561, wovon es einfach mal geradeaus irgendwie 1.300 Punkte runtergeht. Da kann man nicht einfach drüber handeln, das geht nicht. Und deswegen ist halt immer so ein bisschen gefährlich, weil kaum steigt mal so ein Wert, so ein Index, und dann schreien alle immer direkt long. Und zum Schluss wundern sich dann alle, wenn es dann plötzlich genau in die andere Richtung geht. Und das hat auch nichts mit dem Sentiment oder so zu tun, sondern halt meines Erachtens deswegen, weil halt wirklich viele das so, weiß ich nicht, halt vielleicht ein bisschen verkomplizieren oder ihnen da halt vielleicht auch der Blick da so ein bisschen dafür fehlt. Und das soll jetzt auch nicht irgendwie belehrend gemeint sein. Ich meine, das Einzige, was ich ja hier mache, ist halt letzten Endes Markttechnik, ja, und das Ganze gekoppelt eben mit dem Volumen, hier mit der Value Area. Und dass ich erfinde das Rad ja da auch nicht neu an der Stelle. Und dann, klar, was halt noch hinzukommt, ist natürlich nochmal ein Ansatz, aber wie jetzt die Paritätsumkehr, aber ja auch nur, um jetzt irgendwie halt in so eine Bewegung halt reinzukommen. Aber letzten Endes, das, was ich halt hier zeige, ist ja ganz einfacher markttechnischer Ansatz. Und beziehungsweise die DAO-Theorie, mehr ist es ja halt im Endeffekt nicht. Und behaupte halt, dass der Markt eben auch so funktioniert. Und was man auch immer wieder beobachten kann, auch wenn mittlerweile irgendwie merkwürdigerweise ganz viele behaupten, Markttechnik funktioniert nicht, weil halt irgendwie nur noch Orderflow und keine Ahnung, das ist natürlich völliger Quatsch. Also umgekehrt wird eher ein Schuh draus. Und aber man muss aber auch einen Trend richtig beurteilen können und wissen, wo man steht, und um entsprechend auch irgendwie eine Aussage treffen zu können, was jetzt funktioniert und was nicht. Und da darf man vor allen Dingen natürlich auch nicht die Zeiteinheiten durcheinander bringen. Kombinieren ja, aber durcheinander bringen eben nicht. Und hier wird man, da wette ich auch drauf, das wird man dann auch sehen, wenn wir jetzt halt als Beispiel halt hier drunter schließen, unter dieser letzten Stundenkerze, also jetzt hier von 8 bis 9 Uhr, entsprechend war und dann halt hier unten wirklich schließen unter dieser Bewegung. Und dann sehen wir auch noch ein weiteres Tief heute. Das ist eigentlich relativ sicher, weil das ist dann halt ja auch nichts anderes als Markttechnik, und dann ist es halt einfach nur bestätigt. Das heißt, wir haben nicht nur hier so einen Piekser darunter, so eine kleine Unschärfe, sondern schließen dann halt hier an der Stelle. Das heißt, wir kriegen wirklich Druck, und damit wäre dann halt dieser Punkt, also wenn es so kommt, ja, klar. Und dann wäre natürlich dieser Punkt halt auch bestätigt, gebrochen, und dann sehen wir höchstwahrscheinlich dann nämlich hier unten das nächste, und das wäre dann hier zum Beispiel die 388. Wobei ich da drunter, das kann ich vielleicht auch noch kurz zeigen, auch noch ganz wichtig, ja, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, wenn es da drunter geht, dann fallen wir ganz runter. Das ist auch Quatsch. Das sollte so meines Erachtens auch nicht kommen, sondern was wir halt hier haben, ist die 353. Auch schon ganz lange bei mir drin. Dort wird es halt eher so sein. Das heißt, wir hatten hier massiven Widerstand. Das sieht man ja auch mit bisschen Unschärfe und so. Das ist aber okay. Und da ging es halt auch nochmal ordentlich zurück hier an der Stelle. Wurde aber letzten Endes gekauft, der Punkt. Und da fehlt halt auch noch, oder wenn man das jetzt hier mal als Widerstandszone betrachtet, dann ist die gekauft worden an der Stelle, aber nicht wieder bestätigt. Und typisch wäre dann halt auch, wenn wir jetzt halt hier runterkommen sollten im Laufe des Tages, dass wir dann halt hier, wenn wir diese Lows halt brechen, dass es mit dem Ruck dann halt hier geht, weil natürlich dann halt hier auch ein paar Stops fliegen, sobald wir da halt mal ein bisschen drunter drücken, dann macht es einmal hier in einer schnellen Bewegung, sollte es dann auf 353 gehen. Und das ist natürlich nochmal ein Punkt, wo dann halt Reaktion eigentlich stattfinden sollte. A, weil wir halt hier eine nicht bestätigte Paritätsumkehr haben. B, weil natürlich hier auch, wenn die Stops fliegen, das heißt also, die Bewegung muss schnell gehen, die sollte nicht allzu langsam kommen, dann funktioniert es nicht. Aber wenn hier an der Stelle dann halt Stops fliegen, und dann werden die gerne auch hier unten nochmal eingedeckt, beziehungsweise hier werden dann Shorts aufgelöst. Und an so einem Punkt dann halt eher. Und deswegen sollten wir hier auch nochmal eine Reaktion kriegen. Und die sollte man auch nicht unbedingt unterschätzen. Und da wird man halt dann auch recht schnell sehen, dass die möglicherweise auch dazu reicht, um das hier zurückzukaufen. Ja, also das wird hier wirklich so eine Bewegung kriegen, hier runter, einmal da dran und dann möglicherweise auch wieder hoch. Also das, genau das sind solche Punkte,
die man auch recht genau im Auge behalten muss. Das wäre natürlich, sieht dann nachher aus wie Stockfishing. Und wäre es tatsächlich auch möglicherweise, aber es ist nicht so eine Stelle, wo ich sage, wenn wir da drunter gehen, dann fallen wir einfach weiter. Da glaube ich so noch nicht dran. Dafür habe ich das zu oft gesehen, dass genau die Geschichten dann wirklich dann auch am besten funktionieren, um den Markt dann halt auch nochmal zumindest mal ein Stück weit nach oben eben wegzudrücken. So, jetzt kriegen wir hier vielleicht auch mal einen Fill. 10 Minuten hat der Markt jetzt auf und mal gucken, wie er damit jetzt entsprechend umgeht. Ist vielleicht jetzt ein bisschen knapp, aber müssen wir gucken. Wir sind auch schnell wieder raus hier im Zweifelsfall und vielleicht braucht es da auch ein paar Ansätze mehr. Also ich könnte jetzt natürlich auch hier sagen, gut, ich gehe long, ja, aber wir setzen hier unten drauf auf, ist vielleicht möglicherweise nicht mal falsch. Trotzdem versuche ich ja halt hier mich übergeordnet einzudecken, weil das Einzige, was ich im Moment hier sehe, ist halt, dass wir insgesamt korrektiv sind und hier tendenziell eigentlich schon schneller nochmal in die übergeordnete Bewegung reinkommen sollten, als dass es jetzt hier in seitwärts strandet oder gar halt eben tatsächlich weiter long geht. Und deswegen bin ich hier short-orientiert. Man kann es sicherlich auch long machen. Das hängt immer nur davon ab, wie weit will ich damit kommen. Klar, wenn man jetzt halt natürlich drauf spekulieren möchte, dass das halt hier eine Unschärfe nur war und dass wir ein neues hochkriegen, kann alles sein. Und dann ist natürlich jetzt hier long auch nicht der falscheste Ansatz. Von daher gibt es, solange das hier nicht irgendwie vollkommen geklärt ist, gibt es da natürlich jetzt auch erstmal kein eindeutig Long oder eindeutig Short, sondern da muss man einfach jetzt mal abwarten, was passiert und vor allen Dingen, wie das dann halt hier unten sich entsprechend auflöst. So, wie gesagt, hier vielleicht bisschen knapp, glaube ich aber eher nicht mal. Ich würde den auch skalieren hier an der Stelle. Das heißt, dann eher hier noch eine dazu packen, weil wir halt hier nicht, ja, wie gesagt, wegen dem Gap auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber eben auch, weil wir halt hier so eine Korrekturwelle da an der Stelle ja auch haben und dann natürlich dann auch schon die Chance nicht so klein ist, dass wir dort nochmal entsprechend auch direkt eine Reaktion kriegen und vielleicht dann auch gleich mal das Tagestief von dort aus dann wieder testen. Hier oben, das wäre natürlich Premium, ja, also das heißt, habe ich ja vorhin auch gesagt, wenn wir da irgendwie wirklich hochschießen sollten an die 491, das wäre natürlich dann halt auch der Entry, der dann halt auch länger halten könnte. Aber versuche ich ja diesmal zu vermeiden, weil ich habe ja schon öfters hier das Glück gehabt, dass ich dann eine Position aufgemacht habe, die dann in der größeren Richtung war und auch richtig war, aber die hat dann immer erst nach 11 Uhr dann halt aufgelöst und bis dorthin standen wir irgendwie dann nur rum. Also letztes Mal ist es ja ein bisschen besser gelungen. Aber das ist halt eben natürlich auch der Nachteil, wenn man dann halt, wie jetzt in meinem Fall, dann halt auch Analysen macht und natürlich die größere Trendrichtung dann im Blick hat, versucht man natürlich auch die größere Bewegung mitzunehmen. Und das erfordert dann aber manchmal halt ein bisschen mehr Geduld, wie wenn man jetzt irgendwie nur auf der Suche nach irgendwie 20 Punkten oder halt 10 Punkten dann halt ist. Das ist halt auch klar. Und da muss man natürlich dann im Zweifelsfall auch dranbleiben. Und das ist dann halt eben natürlich auch der unterschiedliche Ansatz. Deswegen kann, das habe ich ja vorhin auch gesagt, natürlich hier auch beides richtig sein. Hier kann Long und Short richtig sein. Ist alles eine Frage des Horizonts. So, aber irgendwie passiert da halt nicht viel. Und beim letzten Mal war das, glaube ich, so, dass gar nichts passiert. Oder wie war das, ne? Bei der Eröffnung. Da Ja, stand. war wieder ein bisschen langsam, ja. Ja, das stand alles still beim letzten Mal. Und da hatte ich irgendwie, glaube ich, auch nur einen Trade mitgebracht, der da schon vom Vortag war und konnte da irgendwie nichts mehr dran machen, weil halt wirklich überhaupt nichts passiert ist. Das war natürlich dann halt auch schon spannend, ja, keine Frage. So, also DAX, komm, da holen Sie es wenigstens mal ab. Es darf auch daneben gehen, habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit. Und weil es natürlich ja hier auch immer nur eine Momentaufnahme ist. Aber so ohne Position im Live-Trading, das ist dann immer so ein bisschen schade. Ja, mal gucken. So ein bisschen was wird ja halt hier schon kommen.
Den DAO sehe ich auf der anderen Seite, der klemmt auch wieder an der 26.022. Den habe ich gestern Abend noch geschortet bei 215. Kann ich aber auch irgendwie gleich nochmal vielleicht was dazu sagen, beziehungsweise darauf eingehen. Vielleicht eine Frage, was jetzt reingekommen ist, wo sowieso nicht viel passiert. Kannst du mal die Rechtecke auf deinem Chart erklären, wird dir gefragt. Rechtecke. Ach so, hier, das hier. Das ist ein Add-on für einen Stereo-Trader, das X-Frame, das auch kostenlos mit dabei ist. Das zeigt mir einfach nur eine übergeordnete Zeiteinheit. Und hier in dem Fall sind es die 30-Minuten-Kerzen, die im Hintergrund mitgezeichnet werden. Also ich bin jetzt hier im 5-Minuten-Chart ja unterwegs, aber im Hintergrund sehe ich eben die 30-Minuten-Kerzen. Und das kann ich mir einstellen, wie ich es will. Und so habe ich dann halt einfach in einer Zeiteinheit dann zwei in der Darstellung. Und das hilft natürlich so ein bisschen für die Orientierung. Und wenn man dann einfach sieht, okay, was ist eine Zeiteinheit höher los? Also hier ist es natürlich jetzt zwei Zeiteinheiten höher, weil der nächste wäre natürlich eigentlich erst der 15-Minuten-Chart. Aber hier in dem Fall jetzt eben der 30. Ich kann auch genauso gut, wenn ich jetzt hier umstelle, als Beispiel eine 12 eingebe. Und dann habe ich hier natürlich die Stundenkerze dann halt hier mit eingezeichnet. Kann ich genauso machen. Und natürlich halt in unterschiedlichen Zeiteinheiten. Also ich finde es sehr hilfreich. Ist vom Heiko Behrendt initiiert worden. Und weil es halt eben auch quasi so ein Stück aus seinem Add-on ist. Und also so ein Auszug, ein Teil eigentlich davon, von seinem nicht fertigen Add-on, muss man auch dazu sagen. So, ne, Heiko, falls du das hier guckst, komm mal in die Puschen. Ich glaube, da warten auch einige drauf, dass da mal halt irgendwann die finalen Settings kommen, was das denn dann mal werden soll. So, passiert hier denn jetzt noch irgendwas oder war es das jetzt hier irgendwie schon? Er klemmt hier einfach nur am Gap. Also irgendwie so wahnsinnig viel los ist hier nicht, aber ich versuche jetzt mal hier irgendwie jetzt nicht auf Biegen und Brechen, aber trotzdem. Also ein paar Punkte höher wäre hier schon noch in Ordnung. Also hier ist natürlich auch der EMA 200. Ich handelte keine EMAs, aber so zur Orientierung, wo wir gerade stehen. Und ich weiß halt eben auch, dass der von vielen gehandelt wird. Blende ich den dann schon immer wieder mal ein. Also hat man auch vorhin zum Beispiel auch hier im, ich glaube, im Stundenchart ist er ja auch drin, oder? Genau. Da sieht man es dann halt auch. Der matcht dann natürlich hier jetzt auch lustigerweise genau mit der Stelle, wo ich gesagt habe, da kriegen wir Gegenwehr. Und sowas behalte ich dann halt schon im Auge. Das heißt, wenn wir dann halt zum Beispiel so ein EMA dann halt noch haben, noch zusätzlich an so einer Stelle, und dann ist das natürlich auch nicht unbedingt ein Fehler, sondern das ist dann halt eher auch dann schon nochmal Indiz dafür, dass das halt irgendwie Sinn machen könnte. So, jetzt sind wir hier in der Future-Eröffnung. Jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich jetzt hier um einen Punkt nicht dabei, dann würde ich den, falls er es nicht macht, manuell reingeben. So, ne, wir sind drin, beziehungsweise nicht. Das ist erstmal die Limit-Pullback. Sehen wir, die wird gerade schön mit hochgezogen, ein Stück. So, da kann ich den jetzt erstmal wegmachen. Weil da sind wir jetzt erstmal hoch genug drin. Also sind jetzt hier zwei, drei Punkte besser gefüllt worden an der Stelle, weil er so ein bisschen minimal drüber gesqueezed ist. So, und hier werden wir jetzt halt sehen, ob er da halt durchkommen sollte oder nicht. Ich lasse dem jetzt erstmal ein bisschen Luft bis hier oben hin, wo ich halt auch immer drauf achte. Das sind halt natürlich Impulsrichtungen beziehungsweise Impulszeiten 9:19 Uhr. Das heißt, was jetzt als nächstes fertig wird, deswegen hatte ich die hier auch drin, ist auch für mich immer so der erste Impuls, den ich mir gerne halt mal genauer angucke. Es ist die 30-Minuten-Kerze. Das ist natürlich jetzt die erstgrößere, die jetzt hier fertig wird. Und deswegen da auch mal eingezeichnet. Weil noch ist das ja halt irgendwie nicht wahnsinnig viel. Also wir haben hier natürlich eine 30-Minuten-Kerze long. Wir haben eine kleine Korrekturkerze und jetzt hier die nächste auch nochmal long. Und jetzt mal gucken, welche Richtung der Impuls hier auflösen
will. Also hier sollte jetzt natürlich nicht unbedingt arg weit drüber. Also ein bisschen gucke ich mir das an. Ich habe jetzt hier irgendwie einen Stop von ja, 10 Punkten jetzt erstmal. Den lasse ich auch jetzt im Moment erstmal da liegen. Wäre aber auch bereit, dem noch ein Stück weit Luft zu geben. Hier oben drüber und die Position auch eventuell zu skalieren, falls jetzt hier irgendwie nicht allzu viel an Gegenwehr halt reinkommen sollte. Also wie gesagt, der kann natürlich auch daneben gehen, klar, weil interessant ist einfach natürlich schon eher da oben die 491. Aber das nehme ich mal in Kauf. Eine Ergänzung vom Teilnehmer, PHS2 ist da. Ach so, den habe ich gar nicht eingeblendet, ne? Das sollte ich vielleicht mal machen. Den habe ich natürlich sonst auch immer drin. Ah ja, okay. Oh ja, super. Danke für den Hinweis. Also, dann gebe ich dem tatsächlich hier mal ein bisschen Luft und versuche mir hier mal die Unschärfe dann zu schnappen. Also S2, das sind halt diese generell die Stundenpivots. Deswegen sind die auch im Stereo Trader drin, weil ich halt einfach schon oft beobachtet habe, gerade im Scalping, die werden halt schon sehr gerne gehandelt. Und ein Liebling vom DAX ist tatsächlich hier der R2. Und wo es ganz, ganz oft auch Reaktionen gibt. Und deswegen lag mein Stop da jetzt natürlich falsch. Also ich glaube, das ist echt so ein bisschen meiner Unkonzentriertheit oder meiner Angeschlagenheit heute geschuldet, dass ich die gar nicht anhatte, beziehungsweise dass ich das tatsächlich übersehen habe. Weil normalerweise kombiniere ich die ja, dann halt schon auch mit dem sonstigen Bild. Aber hier sieht man ja auch, dass das passt ja halt auch zusammen. Ne? Also wenn man sich das hier mal anguckt, hier an der Stelle, das war halt gut, das war alles zwar jetzt über Nacht, aber nichtsdestotrotz, der Future läuft da über Nacht. Von daher ist es schon legitim. Das heißt, hier hatten wir auch so ein kleines Cluster, hier auch nochmal hat irgendwie ein Support gebrochen an der Stelle. Und genau dort liegt jetzt eben der S2 und wäre eben hier das, was ich vorhin gesagt habe, hier auch entsprechend halt natürlich ein passender Punkt, weil wir haben ja einmal den Future zu, das heißt, wir haben zwar hier das Gap, aber Gap alleine reicht ja nicht, sondern eben halt auch hier ist natürlich, hier treffen in dem Bereich, treffen meines Erachtens die jetzt aufeinander, die einen, die nach unten schieben wollen, die anderen, die das Ding kaufen wollen. Oder wie ich es vorhin eben gesagt habe, da ändert sich die Farbe, das kann man hier auch zeigen, von der Tageskerze. Das sieht man ja hier ganz gut. Also ein bisschen größer. Aber das sind wir einfach jetzt genau an der Grenze. So sieht man es ja, glaube ich. Und da kann der auch irgendwie ruhig mal versuchen, die kurz zu drehen. Aber im Allgemeinen gibt das halt tatsächlich Reaktionen. Übrigens in jedem Timeframe kann man sich angucken. Wenn irgendwie zum Beispiel so eine Stundenkerze irgendwie nach Long lossprintet und kommt irgendwann halt wieder zurück an die Eröffnung, dreht die auch ganz, ganz selten am Stück wirklich die Richtung um, also die Farbe um. Ganz selten, sondern es ist oft so, dass es irgendwie zwei, drei Anläufe braucht. Und das sind immer so Sachen. Ich glaube, jemand, der skypt, weiß das, weil das sind halt wirklich solche Punkte, die man recht einfach handeln kann und wo man dann auch dagegen halten kann, weil man da halt eigentlich so gut wie immer ein paar Punkte dann halt irgendwo auch aus dem Markt rausziehen kann. Also, und wenn es nur irgendwie 4, 5 Punkte sind. Aber das ist halt einfach ein gängiger Ansatz. Lass mal ganz kurz einen Schluck trinken. So, Stillstand hier an der Stelle. Da fehlt wahrscheinlich noch ein kleiner Spritzer nach oben. Und nun muss man jetzt halt hier auch gucken, hier nochmal bei der 30-Minuten-Kerze zu bleiben. Die sollte jetzt natürlich nicht unbedingt da irgendwo oben drüber schließen. Dann sollte man eher, oder würde ich halt eher gucken, wie ich da erstmal rauskomme und dann halt hier oben als nächstes dann auf die 491 dann bauen, weil in der Regel ist es auch so, wenn wir halt hier jetzt einfach einen geradlinigen Anstieg bekommen sollten und wenn man dann halt den nächsten Punkt entsprechend erwischt und dann hat man auch sehr oft die Chance, dass halt
der Anstieg, wie er dann halt ist, auch nochmal komplett runtergeht. Das heißt, dass wir dann halt früher oder später hier auch nochmal bei der Eröffnung dann halt auch landen. Also das wäre dann halt schon recht gut machbar. Und weil spätestens hier, da gibt es auf jeden Fall bisschen was auf die Mütze. Und da läuft er nicht so ohne weiteres drüber. Aber wie gesagt, vielleicht dreht es jetzt auch hier schon. Aber es ist halt schon noch vergleichsweise wenig Gegenwehr jetzt hier da. Also wahrscheinlich heute habe ich dann, könnte sein, dann wieder das Talent, dass ich halt hier nochmal eine Position aufmache, die dann halt irgendwie heute Nachmittag dann irgendwann anläuft. Aber letztes Mal haben wir ja, glaube ich, wirklich um 10 Uhr das Webinar beendet, weil sich nichts bewegt hat. Und hat man auch nachher noch schön gesehen, es hätte auch nichts genutzt, wenn wir noch 5 Stunden drin geblieben wären, weil der Markt hat sich überhaupt nicht mehr bewegt an dem Tag. Ist komplett da irgendwie in einer kleinen Range geblieben, obwohl noch nicht mal, glaube ich, irgendwie Feiertag war, sondern halt keine Ahnung, was da los war. Es gibt solche Tage, man kann es halt nicht beeinflussen. Es ist zu Mäusemelken manchmal. Aber muss ja heute jetzt nicht auch noch sein, den Teufel hier nicht an die Wand malen, sondern einfach mal gucken, was jetzt kommt. So, jetzt noch 4 Minuten. Das heißt, die Kerze, die wir jetzt hier im Hintergrund haben, die ist natürlich in keinster Weise fertig. Und was man eben auch oft beobachten kann, ist, dass halt wirklich erst auf den letzten Drücker dann so eine Kerze fertiggestellt wird, egal in welche Richtung. Deswegen wäre es jetzt auch nicht ungewöhnlich, wenn wir da halt ab hier einfach jetzt innerhalb von 2, 3 Minuten nochmal komplett runterlaufen. Also sieht man tatsächlich auch ganz oft. So, deswegen ist auch mit so einem Grund, warum ich mir das halt gerne angucke. Und klar, man darf halt eins nicht vergessen. Es gibt natürlich genügend, die sagen, ja, hier ist billig, hier kaufe ich jetzt erstmal, weil wir sind ja long. Wir sind ja auch noch long im Stundenchart. Das ist keine Frage, alles richtig. Und wir haben alle keine Glaskugel. So, jetzt setze ich nur mal so ein bisschen darüber. So, aber viel weiter als jetzt hier darf er dann natürlich auch nicht, sondern er soll das sich jetzt dann langsam mal auch ein bisschen zusammenreißen. Ja, ein Teilnehmer schreibt, er ist seit 11.440 long im FDAX. Das war bestimmt der André, oder? Ist er da? Nee, das war nicht André. Okay. Nee, die macht ja auch Sinn, ne? Also, keine Frage. Wie gesagt, ich versuche ja halt auch hier die übergeordnete Richtung halt zu erwischen, ausgehend von der Annahme, dass wir den großen Trend fortsetzen, und nicht umgekehrt. Nee, nee, von daher klar, alles richtig. Das passt auf jeden Fall. So, noch 2 Minuten, bis die dann jetzt irgendwann mal fertig ist hier. Jetzt bin ich immer gespannt. Man hatte ich tatsächlich vorhin auch kurz überlegt, aber deswegen auch nicht gemacht hier unten. Also man sieht ja auch, wir sind ja auch hier kurz vom Point of Control gelandet an der Stelle, einfach nur in der letzten 5 Minuten Kerze, die aufwärts war. Aber wir kriegen halt in der Regel ab 9 Uhr ein anderes Volumen als um 8. Und von daher bin ich da immer so ein bisschen skeptisch, was das halt angeht, ob man dann halt wirklich die 8 Uhr fortsetzt, weil zu oft hat man auch schon gesehen, dass halt eben von 8 bis 9 als Beispiel nur irgendwie hochgekauft wird, um dann halt um 9 Uhr möglichst gut einfach die Positionen alle abzustoßen und dann halt eben nach unten durchzudrücken. Also das habe ich einfach schon ein bisschen zu oft gesehen. Und von daher traue ich dem Braten da nie so wirklich. So, jetzt haben wir hier noch 20 Sekunden. Wird wahrscheinlich Folgendes passieren. Einmal drüber, beziehungsweise selbst wenn jetzt hier genau an der Stelle schließen sollte, noch ein kleines Hoch. Und dann sollten wir ein Stück korrigieren in der 30-Minuten-Kerze. Das wäre jetzt halt so André ist da, Klassiker. aber hat noch keine Trades gemacht, zur Info. Bitte?
Der andere ist da, hat aber noch keine Trades gemacht, sagt er. Ah, okay. Ist ja wenigstens ein Profi hier in der Runde mit dabei. Der André ist hauptberuflicher Händler schon seit langer, langer Zeit und beäugt auch immer ganz kritisch, was ich hier treibe. So, jetzt haben wir halt hier, ne, den kurzen, kleines neues Hoch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier eine Korrektur kriegen. Ich würde aber hier halt auch im Zweifelsfalle sogar eher ausskalieren. Das ist dann jetzt tatsächlich auch der R2 hier an der Stelle. Und in der Regel kann der schon ein bisschen was ausrichten. So. Der Dow macht sich auch ganz schön stark auf der anderen Seite. Der tanzt wieder auf der 26.022 rum. Aber macht eigentlich nichts anderes als das, was ich beschrieben habe. Weil ich habe ja gesagt, wenn wir da Öffnung kriegen über 25.997 und unter 0,81, dann könnte das halt in Schieberei ausarten. Von daher ist es erstmal okay. Aber auf den gehe ich gleich noch ein. Ich mache jetzt erstmal hier die Geschichte fertig. Und dann kann man vielleicht gleich auch mal rüber switchen. Aber das haben wir leider auch schon mal gehabt, ne? Irgendwie zur Öffnung nur irgendwie grüne Kerzen, keine einzige Rote mit dabei und dann halt nachher um Punkt 11 Uhr dann genauso, wie ich es vorhatte, dann halt gedreht. Das haben wir echt leider schon oft gehabt. Vielleicht ist das aber auch erst irgendwie in den letzten Monaten. Vielleicht ist das halt irgendwie so ein bisschen Veränderung im Markt, die mir entgangen ist, dass wir halt immer irgendwie recht geradeaus unterwegs sind um die Zeit. Aber mal gucken, noch heißt das ja hier nichts. Es hat nur wirklich wenig Wohler hier an der Stelle. Da könnte ruhig ein bisschen mehr passieren auch mal. Ein Teilnehmer schreibt, bei 11.492 liegt noch der Main Pivot. Ja, das würde ja dann auch noch dazu kommen, ne? Also hier. Wobei Pivot, ich mag sie nicht irgendwie. Das sind immer so Klebestellen, wo so ein Kurs gerne irgendwie mal fest dran klebt. Insbesondere der Dow, der ist da ganz fürchterlich drin. Wenn der ein Pivot hat in der Nähe von der Eröffnung, dann kriegt man den ja nicht mehr weg. Das war gestern auch so. Da klebt der den ganzen Tag dran, um dann halt irgendwie dann abends auf den letzten Drücker dann halt irgendwie sich dort zu verabschieden. Und das kann schon mal ein bisschen anstrengend auch sein. Aber ein Pivot allein ist ja halt auch kein Grund, irgendwas zu handeln, davon abgesehen. Sondern immer nur in Kombination entsprechend mit der Marktrichtung. Ja, das hier finde ich jetzt gerade schon wieder so ein bisschen nervig, dass hier wirklich hier, dass da irgendwie gar nichts irgendwie passiert. Beziehungsweise nicht gerade sehr viel. Sondern es hat hier jetzt wirklich nur noch mal irgendwie, wahrscheinlich irgendwie neuerdings ein Händchen dafür zu haben, wir nur 5 Minuten Kerzen kriegen in eine Richtung bei der Eröffnung. Aber wie gesagt, das heißt halt nichts, ne, sondern, also jetzt was die übergeordnete Richtung halt angeht, heißt das halt wirklich gar nichts. Überhaupt nichts. Sollte man auf keinen Fall irgendwie, ich sage ja auch immer 5 Minuten für den Einstieg. Aber um Gottes Willen bloß nicht irgendwie für eine Trendrichtung jetzt irgendwie für den ganzen Tag. Das funktioniert nicht. Für den Einstieg natürlich sicherlich richtig. So, ich kann da mal irgendwie auf Minute umschalten, werde ich aber auch jetzt nicht wirklich was anderes sehen. Ja, sieht man, das ist ein Hochgeschraube und Gequäle hier. Ist ja schon fast chancenfrei hier. Aber was man jetzt halt auch sieht, hier ist zum Beispiel, wir versuchen jetzt hier über die Value Area Intraday eben auch rauszulaufen. An der Stelle, das heißt 70% des Volumens heute, wobei das natürlich jetzt um die Uhrzeit noch nicht allzu viel zu sagen hat. Aber das findet eben halt hier statt. Beziehungsweise, das heißt, wir sind jetzt Intraday aus Volumensicht
Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Gerade aktualisiert worden, sind wir erstmal long, wobei das aber auch jetzt einfach nur drüber gelaufen ist und da halt auch noch in keinster Weise irgendwie halt nochmal getestet wurde, ob das so bleiben soll. Und von daher. Aber jetzt haben wir hier wenigstens mal eine, die mal ein bisschen überhaupt mal eine andere Farbe hat. Mal gucken, ob wir den wenigstens mal bis dahin dann halt kriegen. Vor allen Dingen die Frage ist natürlich dann halt, wie löst sich das Ganze dann halt um 10 Uhr auf? Das ist natürlich der entscheidende Punkt. Nicht, was machen wir jetzt bis dahin, sondern wie geht das Ganze im Endeffekt bis dahin halt aus? Und das sieht jetzt erstmal, wenn es wirklich jetzt dabei bleibt, also bei diesem Hochgedrücke hier an der Stelle, was ja nicht wirklich schön aussieht, ja, das ist ja halt wirklich nur drücken, drücken, drücken und dient echt oft dann dazu, halt irgendwie nur irgendwie mit aller Gewalt halt an irgendeinen Punkt zu kommen. Das könnte eben dann halt hier sein, um danach halt entsprechend da oben alles rauszuwerfen. Und von daher gebe ich da jetzt erstmal nicht viel drauf, aber trotzdem, wer, wie gesagt, die 440 hier gemacht hat, also jetzt hier für einen kurzfristigen Weg, ist doch schön auf jeden Fall. Also Glückwunsch an der Stelle. Aber es ist halt eben auch immer so, wenn man halt irgendwie hier moderiert und irgendwie gleichzeitig noch gucken muss, dass man irgendwie noch einen Trade platziert kriegt, da hänge ich dann auch nicht unbedingt im Minutenchart, sondern habe das jetzt dann eben mal gemacht, um zu sehen, wo wir hier überhaupt aus Volumensicht halt stehen. So, jetzt haben wir hier die erste Bestätigung. Ich nehme jetzt mal die Hälfte raus. Dann sind wir jetzt erstmal im Plus. So, was ich jetzt auch mal machen kann, ist, so, die Trade-BE-Linie schalte ich mal ein. So, wer den Stereo-Trader nicht kennt. Ist gerade ein bisschen komisch lange gedauert hier. Also Trade.be heißt, hier wird, das ist jetzt mein Break-Even, ja, auch wenn meine Position hier ist. Und das liegt daran, dass ich jetzt halt hier die Hälfte gerade abgestoßen habe. Die hätte ich ein bisschen besser rauskriegen können, aber ist okay. Und das heißt, bis hierhin bin ich jetzt erstmal im Plus. Das heißt, das wird hier einfach mitgerechnet, die ganze Geschichte. Und deswegen ist das halt hier, hat die eine andere Farbe. Also wie gesagt, Position ist hier, aber halt Break-Even von dem ganzen Trade und unter ganzem Trade versteht der Stereo-Trader halt immer von der ersten Position, die eröffnet wurde, bis Flat wird alles mitgerechnet. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier drehen würde nach Long, was ich jetzt aber nicht machen will, und würde das halt immer weiter gerechnet. Und wenn man sich da halt geschickt anstellt, und dann kriegt man natürlich die Trade-BE-Linie weit von seinem Positions-Break-Even halt auch weg. So, jetzt mal gucken. Also hier haben wir auf jeden Fall die Reaktion gehabt. Das ist typisch. Das kann man sich wirklich mal angucken, wenn man das noch nicht kennt, mit dem R2. Und da hat der DAX eigentlich immer so fast immer seine Schmerzen mit, da halt irgendwie mal eben so drüber zu laufen. Und wenn man das halt entsprechend kombinieren kann mit noch was anderem und es ist sehr oft ein geschickter Einstieg. So, mal gucken, wohin will ich hier zurück? Das wäre jetzt halt mal die Frage, ne? Also 30 Minuten Kerze, der kann noch mal komplett hier bis zur Eröffnung. Das wäre auch der Point of Control an der Stelle. Wäre schon möglich, ne? Das ist natürlich hier so, aber weil die ganze Zeit halt hier rauf gekauft wird. Mal gucken, als nächstes wird die 15-Minuten-Kerze fertig. Die kann man ja auch mal irgendwie anzeigen. Ja, das heißt, dass wir da halt möglicherweise nochmal die Eröffnung testen. Dann werden wir halt auch hier unterhalb von dem EMA 200, beziehungsweise das Low testen. Also es läuft eigentlich alles auf den Punkt hier unten raus. Also auf die 450. Vorausgesetzt natürlich hier im Minutenchart wird entsprechend, fallen wir hier nochmal zurück in die Value Area und dann sollte es eigentlich recht fix bis da unten hingehen. Und dann ist halt, da muss man gucken, wie spät es dann bis dorthin ist, wenn es natürlich dann halt irgendwie 10 Uhr ist. Und dann hätten wir natürlich hier auch keine nennenswerte Long-Kerze mehr an der Stelle. Also keine besonders bullische
kein besonders bullisches Bild, wenn, wie gesagt, ich weiß es natürlich nicht. Und das heißt, dann könnte es auch passieren, wenn es kurz vor 10 ist, dass wir dann halt einmal direkt auch das Tagestief nochmal testen. So, aber ich warte jetzt hier erstmal, ich lasse auch mal den Stop, den kann ich natürlich wegnehmen. Ja, sorry, ich musste mal kurz husten. So, das heißt, ich lasse den Stop-Loss jetzt auch erstmal hier oben an der Stelle drin und guck mir das jetzt erstmal an. Also wie jetzt halt auch hier mit dem EMA, wie gesagt, ich gebe eigentlich nichts drauf. Trotzdem kann es natürlich jetzt sein, wenn das Volumen klein genug ist, dass wir hier Reaktionen kriegen, aber da halte ich den Pock hier unten dann doch für interessanter. So, jetzt mache ich aber mal Folgendes. Ich setze die erstmal halt hier Break-Even fest. Das heißt, selbst wenn er jetzt halt hier hoch springt, dann gehen wir halt hier irgendwie mit einem Punkt halt raus. So, ich kann, sagen wir, 41, ja, noch 5 Minuten bis zur M15. Ich mache was anderes. Ich werfe hier mal den. Hoppla. Was habe ich jetzt gemacht? Falschen Knopf gedrückt. Eigentlich nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, ich mache was anderes. Ich werfe den Trail rein, aber da bin ich jetzt irgendwie gerade zu spät für. So, jetzt mal. Was macht er hier? So, nochmal auf 1 Minute. Wir sind in der VA. Also Stops jetzt erstmal, kann natürlich jetzt hier auch rausgehen. Ja, hat dann halt irgendwie auch schon mal irgendwie ein paar Punkte verdient. Kauft die aber hier zurück. Also wenn wir hier noch ein bisschen Reaktion kriegen, dann ziehe ich den Stop auf jeden Fall nach. Wenn ich Pech habe, fliege ich jetzt da oben Break-Even raus. Ne, weil wir kleben jetzt hier einfach genau dran an der Value Area. Und entweder bestätigen wir die jetzt von unten und fallen zurück, dann landen wir hier bei der 452. Oder wir bestätigen jetzt hier Intraday aufwärts, also jetzt erstmal kurzfristig und schießen dann nach oben raus. Deswegen finde ich den Stop hier jetzt erstmal richtig an der Stelle. Auch wenn das dann halt irgendwie nur ein mickriges Plus ist. Aber dann würde ich da erstmal nicht dran festhalten, sondern wird dann halt hier oben dann doch auf die 492 dann halt an der Stelle bauen. Also hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie gesagt, wie jetzt halt hier damit umgegangen wird. Ja, das ist und auch klar, ob jetzt so ein, habe ich ja auch gerade gesagt, ne, eben 5 Minuten. Ob so ein EMA was taugt, hängt natürlich dann auch ein bisschen was immer auch davon ab, wie viel Volumen dann halt im Markt auch drin ist. Und wenn da halt nicht allzu viel los ist, und dann reichen da ein paar Kontrakte, um den halt irgendwie dann nochmal nach oben zu schicken. Und sobald aber ein bisschen Volumen kommt, kann das in der Regel dann auch nichts mehr ausrichten. So, aber wie gesagt, 43, ich lasse den jetzt mal da drin. Ja, es wäre jetzt natürlich klug gewesen, dafür war ich jetzt zu langsam hier mit auch mit erklären, wäre natürlich klug gewesen, hier bei der ersten Gegenbewegung rauszugehen. Aber wie gesagt, ich war zu langsam. Und der andere Ansatz ist, war ja der, dass ich gesagt habe, okay, wir gucken uns die 15-Minuten-Kerze an und laufen dort bis an die Eröffnung. Da waren wir jetzt ja auch schon knapp davor. Und das heißt, ich bin hier eigentlich jetzt schon im Stundenimpuls wieder drin. Und weil wir hier nur eine kleine Korrekturkerze kriegen auf 15 Minuten, so wie es aussieht, außer er kippt jetzt hier irgendwie in den nächsten 30 Sekunden runter. Wenn er das macht, ist natürlich gut, weil dann brauche ich hier unten eigentlich auch schon nicht mehr aufzulösen. Das heißt, weil dann laufen wir in die 10 Uhr rein und dann müsste er innerhalb von ein paar Minuten das Ganze nochmal zurückkaufen. Da glaube ich nicht dran. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt hier das Risiko ein, mit einem Mini-Plus da rauszugehen. Und weil ich jetzt einfach gepennt habe. Also ist okay. Ich glaube, das kann man mir heute vielleicht auch verzeihen. Aber gehe hier trotzdem jetzt kein weiteres Risiko an der Stelle ein.
Vielleicht noch mal kurz eine Frage. Ja, das Hallo macht Sinn. Dirk. Okay. Sind aus deiner Erfahrung die M30 oder die H1-Kerze für das übergeordnete Bild im DAX wichtiger? Und ist es in den US-Märkten genauso? Immer nur H1. Also M30 ist immer nur so eine Zwischenstation. Und wo halt auch schon mal ein bisschen Bewegung aufkommt, aber jetzt irgendwie, also ich kann da nichts erkennen, irgendwie im M30, dass der irgendwie eine Relevanz hat für irgendwie das weitere Geschehen. Deswegen gucke ich da nicht wirklich drauf. So, was machen wir jetzt mit dem hier? Ich bin ja gerade in Versuchung, den schon wieder aufzumachen. Weil das hier sehr, 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 sehr knapp irgendwie gerade nur rausging. Aber ich warte jetzt mal einen Moment. Also auch wenn wir jetzt hier doch nochmal runterfallen sollten. Ich meine, was man natürlich machen kann, ist klar, man kann die Position verkleinern und dann halt entsprechend stückeln bis hier oben. Kann man ja genauso gut machen. Ja, also wenn wir jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen da halt irgendwie in Short reinkommen will und Long natürlich genauso. Einfach kleinere Positionen und dann halt skalieren. Ist natürlich der andere Ansatz. Habe ich ja auch schon hier schon mal öfters gemacht. Also der Lutz schreibt, zieh mal NG rein, dann siehst du mehr. Ja, da fehlt mir nur leider die statistische Relevanz. Die hätte ich gerne mal bitte für 100 Trades nach der Strategie in Folge. Und das ist, wo soll er denn hin, laut nach NG? Andersrum gefragt. Also NG Range, um das auch mal kurz zu sagen, ist hier ist ein Gruppenmitglied der Norbert. Der hat das initiiert und beziehungsweise hat eine Strategie vorgestellt, die wohl auch recht gut funktioniert. Und ich habe mich dann irgendwann hingesetzt und ein Add-on dafür gebaut. Weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie man es handelt. Von daher tue ich mich da ein bisschen schwer mit. Noch vielleicht sollte ich das mal tun, weil wir sind öfters mit auseinandersetzen, weil halt die Zielbereiche wohl ganz oft oder recht oft angelaufen werden. So, aber jetzt gehen wir mal zurück hier auf den Kollegen. So, Vielleicht ganz kurz Außenstab, Schiebestab, fünf. Ergänzung noch. Ja. 11.504, schreibt der Norbert. Also Was, wie viel? Long. 11.000. 11.504. Aha. Okay. Wenn er da mal nicht lange drauf warten muss heute. Da glaube ich so noch nicht dran. Gut, es wäre eine Übertreibung von der 491, ja, aber. Also das Ding hier, ne? Also ich meine, er läuft ja jetzt wieder hier hin. Die 10-Uhr-Kerze hat auch kein Problem damit, da unten rauszuklatschen. Also ich meine, noch ist die halt nicht fertig. Ne? Das ist halt einfach der Punkt. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Und wenn man sich die Stundenkerze halt mal anguckt, ich meine, hier sehen wir uns ja halt auch. Einmal runter und das ist das Ding halt auch ganz schnell weg. Von daher, und das meine ich halt eben, ja, also, klar, wenn er dann nachher da tatsächlich hochlaufen sollte, das ist ja alles immer gut und schön, aber die Frage ist immer, wie komme ich denn da hin? Weil ich kann mir nur was davon kaufen, wenn ich irgendwie auch den passenden Entry dafür habe und ich habe hier keinen Long Entry. Beim besten Willen nicht. Also wenn, dann war der hier unten, aber hier nicht. Also. Das Ziel unten ist 395. Ja, gut, das sind ja die letzten Supports dann halt hier, ne? An der Stelle. So, was ich vorhin meinte, ist, ich würde halt hier im Zweifelsfall jetzt versuchen, das ist natürlich jetzt wirklich, naja, genau hier wirklich auf den Punkt ausgestoppt und dann halt wieder runter. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber okay. Ich muss mal gerade hier irgendwie auf meinem anderen Monitor, da habe ich nochmal ein bisschen andere Sortierung. Da gerade mal gucken, was da passiert ist. Oder warum das ausgerechnet auch der Punkt war, ja, das sind die letzten Peaks hier, ne? Das sieht man, also hier unten,
Im Stundenchart sieht man das ganz, ganz gut. Das waren halt hier einfach die letzten Supports, aber die Peaks eben auf Stundenbasis. Und da ist er genau dran gedotzt. Und dann da halt wieder runter. Der Ansatz ist natürlich der gleiche, ne? Support irgendwie an der Stelle und dann halt entsprechend Paritätsumkehr runter. Und aber ich stehe nicht so auf solche Peaks. Das ist immer so. Tue ich ein bisschen schwer mit. So, was man jetzt halt hier wirklich versuchen könnte, vielleicht sollte ich nicht so lange reden, das einfach mal machen und nicht immer so lange erklären. Ist schon fast ist schon wieder zu spät, schon wieder hier irgendwie 4 Punkte verpasst. Ich gucke mal, ob ich hier oben noch reinkomme. Das ist auf jeden Fall halt der Impuls. Also das heißt, mit Impuls meine ich halt immer den zeitlichen Impuls, weil wir natürlich halt die letzten Endes, ob die Eröffnung jetzt positiv oder negativ war oder ist, sehen wir halt um 10 Uhr. Und bis dorthin ist ja halt nur Rauschen und sonst halt nichts. Ne? Und deswegen meine ich mit Impuls, was man versuchen könnte. Ich muss gerade über mich selber lachen, ja, weil ich hier irgendwie die ganze Zeit was erkläre, was ich sehe und eigentlich machen will. Und dann aber mit Reden und Drücken hier gleichzeitig überhaupt gar nicht hinterherkomme. Das wäre halt diesen Impuls zu handeln. Das heißt, also das Umdrehen von der Kerze, beziehungsweise halt die Fortsetzung entsprechend von der übergeordneten Bewegung mit dem 10 Uhr Impuls hier runter. Und weil das ist jetzt halt auch so das Naheliegendste und auch das, was ich gerade ja auch vorhin gesagt habe, wenn wir, ach, das läuft nämlich hier weg, klar. Also wenn wir halt hier um kurz vor 10 hier unten stehen, braucht man da eigentlich gar nicht mehr long zu gehen, weil dann halt die Chance viel zu groß ist. Ich mache das jetzt hier einfach. So, wenn auch die Chance, weil die Chance jetzt hier viel zu groß ist, dass wir mit dem Impuls jetzt hier an der Stelle kippen. Ja, also jetzt haben wir natürlich hier bei der Eröffnung, da sind wir ja gerade irgendwie angelangt, aber ich mache das jetzt, wie gesagt, trotzdem. Das bitte nicht nachmachen, ja. Beim Zweifelsfall muss ich den halt auch hier ein bisschen kräftiger skalieren. Weil die Chance jetzt halt da ist, dass der Support, das ist ja eigentlich kein, nicht wirklich ein Support, die Eröffnungsmarke. Vielleicht, wenn sie halt irgendwie, wenn wir um 9 Uhr eröffnet haben, haben irgendwie 3 Stunden, sind 3 Stunden long gelaufen, ja, und er kommt zurück zur Eröffnung, dann ist das ein Support. Aber jetzt nicht hier irgendwie um 9 Uhr, nur weil er da gestartet ist. Sondern das ist hier einfach erstmal gerade nichts, nicht wirklich. Ja. Also hier hatten wir klar Widerstand um 8 Uhr. Ist keine Frage, aber um 8 Uhr, von 8 bis 9, haben wir ein anderes Volumen. Und das sollte man nicht unbedingt unterschätzen. Und deswegen besteht jetzt hier schon die Chance, wenn wir jetzt halt so die ganze Geschichte halt hier beenden, um 10, also irgendwo in dem Bereich hier, dass wir dann halt einmal auch nach unten schieben und mal gucken, was mit den Tagestiefs da unten halt los war. So, das wäre halt so der Ansatz. Darf jetzt natürlich es hier nicht übertreiben, mit der Bewegung nach oben. Aber vorhin, wo ich gesagt habe, man könnte hier ja vielleicht, ne, sieht man ja, was passiert ist, 12 Punkte schon verpasst, allein irgendwie in dem Satz. Und deswegen habe ich den jetzt hier schon mal aufgemacht an der Stelle ein Stück weit. Und auch wenn das jetzt hier natürlich nicht gerade besonders clever ist, hier short reinzuspringen, weil er natürlich hier jetzt auch noch mal ein bisschen kräftiger reagieren kann. Und deswegen auch bitte nicht nachmachen. Nur sollte er den Impuls jetzt hier an der Stelle machen. Und das ist halt eben dann auch der Grund, dann wird es kein Reinkommen mehr geben. Und dann läuft er halt nicht mehr nach oben. Jetzt kann es natürlich sein, dass der daneben geht, ist keine Frage. Dann war es dann halt ein Fehler an der Stelle. Aber andererseits, wie gesagt, wir haben halt hier die Chance, dass wir halt einmal nach unten wegdrehen. So, gut, war ein Fehler. Okay. So, ist aber okay, da muss man dann auch nicht dranbleiben, sondern geht dann raus und gut ist und baut dann entsprechend auf den nächstgrößeren Punkten. Das ist, dann sind wir dann jetzt tatsächlich hier oben bei der 9,1. Da muss man halt auch klar mit rechnen, ne, dass man so ein paar unwirsche Bewegungen dann halt bekommt, wenn es halt um was geht. Und das sollte man aber auch nicht verzagen, sondern bleibt dann halt dran und muss dann halt ein bisschen öfters mal halt irgendwie oder vielleicht den einen oder anderen Loser-Trade dann halt auch einstecken.
Und hat aber dann irgendwann auch höchstwahrscheinlich eine Position, die dann halt auch ein bisschen weiterkommt. So, jetzt kleben wir hier schon wieder an der VA. So, gerade mal gucken. Und ja, das geht aber doch. 10 Punkte, das ist jetzt nicht schlimm. Mehr war es ja im Endeffekt jetzt auch nicht. So, noch 5 Minuten. So, ich mache den noch mal. Mir auch noch ein bisschen Luft. Bin gespannt, wie die Geschichte hier und dann rausgeht, ausgeht. Jetzt um 10. Erstmal sieht es ja long aus. Aber wie gesagt, wenn der Impuls kommt, auf den letzten Drücker, und dann gibt es kein Reinkommen mehr. Und das ist auch einfach, wie gesagt, der einzige Grund, warum ich das jetzt hier mache. Das Schönste war natürlich hier die Position. Ja, klar, weiß man natürlich nachher mal besser. Beziehungsweise der Entry war natürlich dann halt schon richtig gut. Aber okay. So, noch irgendwie 4 Minuten, dreieinhalb, ne, 3 Minuten noch. Wie sieht denn eigentlich der H4 aus? Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ja, ist natürlich auch ein nettes Bild hier im H4. Das heißt, da hat er versucht, da gerade irgendwie über die letzte Kerze da halt irgendwie rüber zu laufen. Jetzt darf man aber nicht vergessen, die läuft noch bis 12 Uhr. Und das heißt, auch von dem Bild her löst das eigentlich nicht long auf, sondern sollte ein neues Tief erzeugen. Aber wie gesagt, das hat eben noch auch locker 2 Stunden Zeit, ne? Ganz klar. So. Aber auch von der Impulsrichtung auch eigentlich klar runter, auch wenn der jetzt hier in der letzten Aufwärtsbewegung oder in der massiven hier jetzt unten erstmal supportet hat. Auch noch ein netter Grund, warum das halt hier gehalten hat. Hier einfach den Außenstab mal unten getestet. Und heißt aber nicht, dass das nicht mal eine Runde wegbrechen kann. Ne? So. Also ein bisschen Druck ist da hier kurz vor 10. Wie gesagt, ich habe ganz schön oft schon wie gesagt heute gesagt. Fällt mir gerade selber auf. Aber wenn wir die jetzt halt kriegen und dann kriegen wir auch höchstwahrscheinlich ein neues Tagestief, wenn er jetzt die Kerze in der letzten Minute wirklich nach unten auflösen sollte. Aber sieht erstmal gerade noch nicht so ganz danach aus. Nervig wird es halt, wenn wir hier wirklich über der VOA, also über der Value Area, jetzt schließen. Dann kriegen wir echt noch ein bisschen Geschiebe hier, wahrscheinlich irgendwie bis mindestens 12 Uhr. Und dann sollten wir mal ein bisschen deutlicher nach unten reagieren. Aber es hat auch leider jetzt wieder, ne, muss man auch sagen, von der Range, irgendwie das Hoch war gerade mal irgendwie 30 Punkte über der Eröffnung. Da haben wir echt schon hier andere Bewegungen gesehen.
und das Tief irgendwie mal 10 Punkte drunter. Das ist natürlich schon jetzt nicht so wahnsinnig viel. So, wir stranden aber in der VA, also hier um 10 Uhr. Es ist jetzt erstmal nicht viel passiert. Die Kerze sieht zwar long aus, hat aber nichts gerissen. Das heißt, stecken hier noch in dieser Abwärtsbewegung halt jetzt erstmal fest. Gleichzeitig hier in der VA. Das heißt, eigentlich wäre da jetzt halt auch der nächste plausible Punkt, dass wir die VA mal unten testen. Also hier 70% des Volumens von was wir bisher heute hatten, dass wir jetzt da halt auch dann auch mal hinlaufen. Und ansonsten dann halt erstmal möglicherweise hier festpendeln. Ja, weil hier ist ja, sieht man ja, ich kann das mal irgendwie auf Minute auch nochmal zeigen. Da sieht man es ja immer ein bisschen besser. Also hier ist die VA und genau dort ist halt zum Schluss nochmal zurückgedrückt worden. Das heißt also, aus Volumensicht, Long erstmal nicht wirklich bestätigt. Und vom Bild her hier finde ich halt einfach so ein bisschen verwirrend, weil wir natürlich jetzt hier zwei aufwärts, also zwei bullische Kerzen halt hier im Stundenchart haben. Und das natürlich jetzt erstmal long aussieht, aber heißt nichts. Überhaupt nichts. Ach so, den DAO, soll ich den mal irgendwie ganz kurz noch irgendwie zeigen? Also, beziehungsweise andersrum, ich Gerne. setze jetzt hier erstmal hier unten an die VA, dort würde ich den Trail anwerfen, falls wir jetzt da hinlaufen. Dann gebe ich mal irgendwie 2 Punkte, das reicht. Also, falls wir jetzt irgendwie eine kurze, schnelle Bewegung darunter kriegen, dann würde ich hier unten auch rausgehen. Kann man natürlich auch genauso gut einen Take Profit, könnte man hier auch setzen an der Stelle. Das wäre dann halt hier kurz unterhalb vom Tief. Vielleicht sollte man es auch irgendwie kurz davor machen. Und weil muss nicht sein, dass das irgendwie dann halt auch direkt darunter fällt. So, und derzeit mache ich dann mal den DAO. Genau. So, und zwar Tageschart, genau das gleiche in Grün. Oh, so viel hätte ich natürlich jetzt hier nicht gebraucht, aber egal. Das gleiche in Grün, das heißt, wir haben halt hier auch die Frage, wird das jetzt hier das große Reversal oder ist es die Bestätigung vom Abwärtstrend? Und da haben wir ein ganz ähnliches Szenario. Das heißt, wir kommen von hier oben runter vom Allzeithoch. Dann haben wir halt hier bei 24.165 das Tief gehabt, ein Zwischentief. Dann kein neues Hoch. Und da hatten wir Volumen. Das habe ich damals auch schon sehr genau beäugt und auch damals die 26.215 auch ins Feld geführt. Und hier ist ziemlich genau hier in dem Bereich. 215 sieht man jetzt hier nicht ganz genau. Und deswegen habe ich die halt auch die ganze Zeit so im Auge. Den hier vergessen wir einfach mal. Ja, das ist halt aus einem einfachen Grund, weil wir hatten hier in dieser Bewegung, das ist für mich nicht wirklich eine gültige Welle, weil wir hatten hier an der Stelle weder neues Hoch noch neues Tief. Das heißt, es ist reine Geschiebe hier im Tageschart. Es war einfach ein Nichts. Und deswegen ist natürlich der Punkt hier wesentlich interessanter. Und von dort aus ging es eben halt mal 4000 Punkte runter. Und da halt genau das gleiche in Grün. Und das war eben die 215, wo dann letztlich auch das Volumen reingekommen ist. Da gab es auch noch irgendwie passende News dazu. Das hat halt alles gepasst. Also letzten Endes haben wir eine Abwärtsbewegung von 215 bis runter irgendwie 21, ich weiß gar nicht, wo das Tief genau war, 21,5, 21,6 um den Dreh. Und genau das gleiche, ja. Also wenn das ein Abwärtstrend werden soll, und dann wird das hier entschieden. Und das heißt auch hier genauso, dass halt nämlich die letzten Endes die Verkäufer, die das hier initiiert haben, haben hier die gleiche Chance. Genau wie im DAX, ja, halt nochmal für den gleich hohen Kurs alles rauszuwerfen. Und das heißt, diesen aufkommenden Trend, der noch keiner natürlich ist, im Gegensatz zum DAX, im DAX haben wir einen Abwärtstrend, im DAO nicht.
Aber entsprechend das hier jetzt auch final in einen Downtrend, Abwärtstrend zu verwandeln. Und deswegen war das für mich jetzt halt auch hier oben der Grund, wo ich gesagt habe, 215, da shorte ich das Ding, weil da kann es einfach wirklich komplett vorbei sein, die ganze Aufwärtsbewegung. Und was man halt hier auch noch sieht, im Kassa sieht man es noch deutlicher, wir haben halt hier überhaupt keine Korrektur. Hier mal so ein bisschen Geschiebe auf der Stelle, aber nichts, was jetzt irgendwie wirklich eine Korrektur wäre. Mal irgendwie so ein Rücksetzer, mal so ein paar hundert Punkte und dann wieder hoch. Das haben wir hier überhaupt nicht. Und deswegen, das sieht schon fast aus wie ein Squeeze an der Stelle. Und im Wochenchart, weil es halt wirklich immer nur hoch, hoch, hoch. Und im Wochenchart sieht man es ja genauso deutlich. Das heißt, nur Longkerzen, eine nach der anderen, und keine einzige rote dazwischen. Und irgendwie, das kann nicht ewig gut gehen, sowas. Und auch mit dem Grund, warum ich sage, hier, also nicht irgendwie, weil wir jetzt irgendwie 10 Kerzen haben und nach der 11. geht es immer runter, das ist nicht der Ansatz, sondern auch einfach rein markttechnisch. Wir haben hier hier besteht die Gefahr, die Chance, wie auch immer, kommt darauf an, wie man positioniert ist, dass das Ganze eben halt hier als Abwärtstrend bestätigt wird. Und wenn das so ist, dann werden wir das ziemlich schnell sehen, nämlich einfach daran, dass auch hier dann mögliche Korrekturpunkte dann auch nicht mehr halten, sondern einfach wirklich durchgedrückt werden. Und deswegen ist es, habe ich auch gestern noch geschrieben in der Gruppe, beziehungsweise auch in meinem Blog. Deswegen ist es für mich hier arg, arg kritisch, da weiter long durchzuhandeln. Weil das ist irgendwie, weiß ich nicht, ergibt irgendwie nicht wirklich viel Sinn. Also nicht ohne Korrektur. Ich bin ja grundsätzlich gar kein Fan von irgendwie irgendwelchen Crash-Fantasien oder sonst irgendwas. Aber trotzdem, das ist halt irgendwie schon ein bisschen sehr merkwürdig, was da halt passiert. Und weil es halt eben nur am Stück hochgeht und das vom tiefsten Punkt aus. Und da besteht einfach für mich die Chance und Gefahr, dass wir das halt hier jetzt an der Stelle, genau an dieser kritischen Stelle, wo eben die großen Marktteilnehmer nochmal die Chance haben, dick abzuverkaufen, dass wir da halt entsprechend auch wirklich komplett kippen. Also deswegen sollte man da höchst vorsichtig sein. Weil selbst wenn es halt irgendwie nicht sauber hält und wir nochmal ein Stück darüber laufen sollten, trotzdem mit höchster Vorsicht ist hier meines Erachtens long zu genießen. Und was im Stundenchart sieht man es ja halt auch zum Beispiel schon ganz nett. Hier oben war die habe ich hier gar nicht eingezeichnet, die 215 auf jeden Fall, die ist hier oben ziemlich genau. Und genau. Und da sieht man halt auch, dass halt hier zum Stundenchart sieht man es jetzt nicht mehr so deutlich. Aber wir hatten zur Eröffnung, hatten wir hier entsprechend halt erstmal ordentlich Reaktion, kann man jetzt hier zwar nicht mehr erkennen. Dann haben wir nachher ein bisschen drüber geschoben, war das. Vor ein paar Wochen, als wir den Punkt hatten, war das eigentlich nicht anders. Was macht der DAX hier? Moment, den muss ich mal kurz hier beäugen. Okay. Da war das halt nicht anders. Und das heißt, ging es auch ein bisschen drüber, Stunde drüber geschlossen und dann halt nochmal eine Stunde drunter und dann halt hier, zack, gab es auch eins auf der Decke. Und dann ist die ganze Geschichte dann nach unten weggedreht an der Stelle. Und so war es jetzt gestern auch. Ich habe hier auch jetzt die Punkte gar nicht alle eingezeichnet. Die 081 hätten wir hier noch, die noch wichtig ist. Die müsste an dem Punkt hier sein. Und da haben wir halt auch heute Nacht, ja genau, es müsste so passen, heute Nacht auch drunter geschlossen, auch von unten gesehen und stehen jetzt hier einfach nochmal in dem Gap. Und das ist natürlich auch nicht so ohne so eine Stelle, weil wir jetzt hier unterhalb des Aufwärtsgaps stehen und wenn halt heute. Wenn die Amis heute aufmachen um 15:30 Uhr und wir starten hier unterhalb von dem Gap und dann ist das halt wirklich meines Erachtens eine Mauer, die wir halt hier haben, wo der auch nicht mehr durchkommt. Und deswegen halt auch mit Grund, warum ich da auch dran festhalte an der Position, weil es halt einfach so kommen kann, dass wir jetzt hier runterkippen, dann halt irgendwie zur Öffnung nochmal hier uns an dem Gap versuchen und was dann halt ein doppeltes Gap ja an der Stelle ist. Und dass der Markt dann halt wirklich auch nach unten wegdreht. Und das zumindest würde ich mir halt mal angucken. Und an möglichen Supports haben wir da halt auch jetzt erstmal auch nicht allzu viel.
Die 997, das war der Peak, den wir da hatten an der Stelle. Die gibt es auch bei mir. Es sind nur drei Linien eigentlich auf der ganzen Strecke, eigentlich nur zwei. Und das wäre dann war nämlich hier die nächste. Und da hält er sich erstmal ganz gut hier in dem Raster. Aber das ist die mögliche Schiebezone, in die wir jetzt halt haben. Das hatte ich auch im Blog geschrieben. Das heißt, wenn wir halt hier in dem Bereich irgendwo uns befinden bei der Eröffnung, also jetzt halt gilt natürlich dann auch für 15:30, dann ist das halt eine mögliche Schiebezone, wo er halt irgendwie auch mal einen ganzen Tag drin bleiben kann. Und falls aber nicht, und dann ist ab hier, wäre jetzt erst die nächste, dann wieder hier unten bei 922. Aber da hat er auch schon so deutlich, beziehungsweise auch schon zweimal hat dieser Punkt schon gehalten. Dem würde ich auch nicht mehr allzu viel irgendwie da halt an der Stelle zumuten, sondern dann halt wirklich, dann würde ich auf die letzten Tiefs gehen. Und die haben wir hier im Bereich unterhalb der 25.800, beziehungsweise die 713 müsste das noch sein. Also das kann man ja auf meiner Seite im Blog nachlesen, welches das genau ist. Aber weil hier sieht man zum Beispiel halt auch schön Support, Widerstand hier an der Stelle mehrfach und dann nichts mehr. Einfach drüber. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Und deswegen wäre das halt eher so die nächstgrößere plausible Anlaufstelle, falls er das jetzt heute wirklich bestätigen sollte und runtergehen sollte. Und dass wir dann in dem Bereich, also das ist der Punkt, wo ich sage, gut, dann muss man halt aufpassen. Da wird es dann halt kritisch für weiter Short. Aber hier, das ist schon ein bisschen, gefällt mir nicht. Also hält normalerweise in dieser Form eigentlich nicht als Aufwärtsbewegung, beziehungsweise wird früher oder später werden solche Punkte dann auch nochmal aufgesucht. Und deswegen halte ich da jetzt erstmal dran fest. Das ist natürlich ein bisschen Strecke, aber im Zweifelsfall für einen DAU mal irgendwie 400, 500 Punkte am Tag, das ist ein Katzensprung. Also wenn die Amis halt wirklich drauf anlegen wollen und dann kann das funktionieren. Und wenn wir aber natürlich jetzt hier wieder drüber laufen sollten, also über die 26.081 und dort auf Stunde schließen, dann mache ich den Short zu und dann hat sich das. Und klar, ne, weil es ist ja, ich kann es ja nicht wissen, ich kann ja nur irgendwie mit Triggern arbeiten, aber das macht dann keinen Sinn, weil wir dann halt hier die letzte Abwärtsbewegung nochmal zurückgekauft hätten. Warum soll ich dann an Short festhalten? Nur solange wir hier drin sind, halte ich daran fest und versuche das wirklich zu begleiten, hier unten bis zum letzten Tief. Meine Stimme verlässt mich hier langsam. Also, DAX, das war nix, ne? Das heißt, hier wird es wirklich ausgereizt bis da oben hin. Oh gut. Aber das ist halt eben genau das Ding, was ich ja gesagt habe. Als wir jetzt für die Öffnung habe ich dann halt hier mal dann halt einen Verlust hingelegt. Aber es ist jetzt nicht so tragisch, weil ich ja versuchen will, in die größere Bewegung reinzukommen. Ich muss ja nur wissen, wo ist es? Wo passiert was? Wo treffen sie aufeinander? Und deswegen bin ich da halt auch total entspannt, wenn jetzt zum Beispiel halt hier so zwei, drei Trades oder zwei waren es jetzt an der Stelle, dann halt daneben gehen, weil ich ja weiß im Allgemeinen, wo kriege ich meine Reaktionen und wo entscheidet sich, um welche Punkte geht es dann im Endeffekt. Und deswegen, ich komme da auch schon wieder rein, auch wenn jetzt vielleicht nicht mehr hier in diesem Webinar, aber in so einen Markt kommt man dann halt schon noch rein. Es macht halt nur keinen Sinn, irgendwie dann halt hier zu verbilligen, irgendwie bis der Arzt kommt. Ja, ich habe ja vorhin hier zum Beispiel so eine Verbilligung gemacht. Das war aber dann halt ja nur ein kleines Averaging an der Stelle, weil halt hier nicht klar war, so gehen wir dann 5 Punkte drüber oder drunter. Das war auch richtig. Aber wie gesagt, hier von der Auflösung her war es halt leider ein bisschen ungeschickt von mir. Aber da ist es halt legitim. Nur jetzt hier, da jetzt weiter dran festzuhalten, macht jetzt für meine Begriffe erstmal keinen Sinn, weil der soll ruhig irgendwie da oben mal hinlaufen noch. Und egal wie lange das dauert, das kann auch irgendwie bis 12 Uhr dauern, aber irgendwie so ein bisschen initiiert ist es ja hier schon. Oder soll halt eben, und das ist natürlich der andere Ansatz, was ich halt auch immer sage, wenn man irgendwie Short sucht und in einem Markt, der irgendwie gerade nur steigt, und dann finde ich, ist es der beste Ansatz zu warten, bis wir eine Stundenkerze haben, die halt wirklich dann eine davor liegende bullische Kerze auch wirklich umschließt, das heißt da oder da runterstießt. Das heißt, würde jetzt als Beispiel, würden wir hier oben nicht mehr hinkommen an die 490,
und der Markt jetzt hier wirklich runterdrehen auf zum Beispiel hier auf das Tagestief, dann hätten wir hier natürlich eine ultralange schwarze Kerze. Auf der anderen Seite, da kann man natürlich jetzt dann sagen, oh schade, wäre ich da nur drin geblieben oder ich hätte doch bleiben sollen. Nein, weil man weiß ja nicht, oder ich kann ja nicht wissen dann an der Stelle, dass es hier schon früher dreht. Und ich kann mich hier nur auf das verlassen, was im Allgemeinen funktioniert. Und das sind halt eben diese Geschichten. Und wenn wir dann aber sowas kriegen, und dann kann man halt versuchen, wenn man dann einen Rücklauf kriegt in so eine Kerze, in so eine, die jetzt natürlich nicht so aussieht, aber mal als Beispiel, wir reden über so eine Kerze, oder suchen wir uns mal eine schickere, wo es ein bisschen besser passt. Die hier ist vielleicht ein bisschen besser von gestern zum Beispiel. Aufwärts, aufwärts, aufwärts. So, und dann haben wir halt hier aber eine Stundenkerze, bam, die unter der Eröffnung schließt. Und dann kann man sich da eigentlich, also das wird nicht ohne weiteres wieder gekauft. Und dann kann man hier versuchen, in der Nähe von der Eröffnung, von der Kerze davor, da halt auch nochmal reinzukommen. Und dann kann man dann halt auch skalieren. Ja, so eine Geschichte, relativ entspannt. Und da kommt man schon noch rein in den Markt. Und der rennt, da rennt halt nichts weg. Aber es ist besser, wie wenn man halt, wenn man das letzte Zeit ja schon irgendwie oft gehabt haben, oder wo war dieser Ultra-Long-Tag vor kurzem, da muss ich selber suchen gehen, hier ist er. Ja, wenn man sowas hat, wenn man hier, aufwärts, 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 das bringt überhaupt nichts, da halt irgendwo reinzuschorten, da macht man sich halt nur arm. Und wenn man aber da auch dann wartet, bis mal eine vernünftige da ist, und das war zum Beispiel dann die hier, sieht man ja auch ganz deutlich, ja, und geht auch dann wieder, das gleiche Prinzip, wie ich gerade gezeigt habe, geht dann auch wieder so bis in die Nähe von der Öffnung, von der Kerze davor, und dann kommt man in den Markt auch rein. Nur halt irgendwie so blind in eine bullische Kerze irgendwie reinschorten, ist echt keine gute Idee. Und von daher darf man da auch da nicht irgendwie dem Markt hinterher trauern, wenn er einem davon läuft, er läuft einem nicht davon. Man kann sowas dann halt auch nutzen, und aber da muss man halt manchmal einfach ein bisschen Geduld haben und dann halt eben auch mal akzeptieren, dass man halt irgendwie ein, zwei Loser Trades da halt hingelegt hat, aber man muss dann halt einfach dranbleiben, und dann funktioniert es halt auch. So, ich tue mit meiner Stimme hier leider wirklich langsam ein bisschen schwer, und auch wenn es jetzt hier irgendwie nicht viel gebracht hat im Live-Trading, da war es halt ein bisschen theoretischer. Aber würde ich jetzt hier ansonsten schon gerne langsam abbrechen. Sonst irgendwie kann ich heute Abend überhaupt nicht mehr reden. Wenigstens mein DAO läuft. Hätten wir besser den wieder gemacht, ne? Da ist er. Aber ich glaube, das ist... Hey, bitte. Nee. Also, alles gut. Nee, ich habe nur gerade gesagt, wo ich ja hier vorhin gezeigt habe, der schwirrt hier, schiebt einen Gap rum, und mehr passiert jetzt irgendwie gerade nicht. Und wenn der jetzt hier drunter als Beispiel schließt, unter der 997, wir stehen ja schon wieder genau da drauf, und dann kriegen wir da auch wahrscheinlich recht schnell jetzt eine Fortsetzung auch von abwärts. Wobei dann hier das natürlich nochmal korrigieren kann. Das würde dann auch reichen, um den DAX vielleicht nochmal ein Stück nach oben mitzuziehen. Und dass der vielleicht doch noch seine 491 voll macht. Aber man sieht ja auch hier im DAX, da ist jetzt schon langsam, ne, Alarm, also Gegenbewegung halt da. Und so sieht ein Longmarkt jetzt nicht unbedingt aus, ne? Also dass man da halt so massiv immer wieder eins auf den Deckel kriegen. Und deswegen, da ist jetzt nur irgendwie die Frage nach dem Punkt. Und ich würde halt tatsächlich hier das wahrscheinlich dann Entschuldigung, an der Stelle skalieren dann mit kleinen Positionen und dann halt laufen lassen und den Stop dann halt eben nicht so eng machen. Okay, so. Also, dann an der Stelle, also sorry, wenn ich halt hier heute nicht so gut abliefern konnte, wie ich das irgendwie vorhatte, aber trotzdem glaube ich, ist ja von der Trendrichtung soweit okay. Und wenn man die Trigger kennt, dann kann man ja damit auch sicherlich noch was anfangen. Und aber ich muss mich hier wirklich ausklinken, weil sonst falle ich hier gleich vom Stuhl. Ist gut. Dir auch kein, auf jeden Fall keiner böse, wenn du dich jetzt zurückziehst, Dirk. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit uns das Webinar gemacht hast. Wünschen dir natürlich alle gute Besserung. Und dass du hoffentlich dann nächste Woche, wenn wir wieder Webinar haben, am Freitag NFP,
dass du da wieder natürlich gesund bist, aber auch schon vorher, selbstverständlich. Ja. Dann verabschiede ich mich schon mal schnell von den Teilnehmern, dann kannst du gerne die letzten Schlussworte dann haben. Vielen Dank für die Teilnahme heute. Ich denke, so wie auch das Feedback im Chat ist, war das Webinar auch sehr interessant wieder, auch wenn der Markt hier und da nicht mitgespielt hat, aber insgesamt denke ich, konnten Sie Ihre Informationen mitnehmen, machen Sie sich Gedanken darüber, aber wie auch am Anfang gesagt, Sie müssen Ihre eigenen Gedanken und Entscheidungen treffen am Ende des Tages. Aufzeichnung kommt wieder mal so schnell wie möglich online und würde mich freuen, dann nächste Woche wieder Sie hier begrüßen zu dürfen. Dirk, wie gesagt, vielen Dank und gute Besserung und du hast gerne das Schlusswort. Ja. Ja, danke fürs dabei sein. Oh Gott, ey, meine Stimme. Danke fürs dabei sein. Also der Markt, ne? Ich meine, das ist halt immer so das Ding. Es passt ja schon alles. Ich habe auch jetzt hier gerade schon den nächsten Short aufgemacht. Würde den jetzt hier auch skalieren tatsächlich bis da oben hin und dann halt auch eine Position drin lassen hier wirklich zum Laufen lassen, zum Festhalten, weil der muss in solchen Situationen nicht sauber laufen, so ein Markt. Sondern das ist ja dann meistens eher, soll ja keiner mit. Und das ist auch teilweise dann wirklich so gewollt, dass es halt eben auch mal ein bisschen unwirsch läuft und ein bisschen merkwürdig, so dass man es erstmal nicht versteht. Und deswegen skaliere ich das Ganze jetzt hier auch. Und weil ich halt schon glaube, dass das ganze Szenario, wie beschrieben, halt eben auch aufgehen wird. Und kann man, wie gesagt, machen, wenn man halt die Position hat irgendwie seinem Konto anpasst, das Ganze überschaubar hält. Also, ne, auch wenn es jetzt hier irgendwie bei der Öffnung heute nicht so sauber geklappt hat und andere Leute oder ich kriege halt auch öfters gesagt, wenn du dich nicht gut fühlst, handle nicht, wäre vielleicht hier auch besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich halt, wie gesagt, dass es halt dem einen oder anderen auch ein bisschen hilft, hier so einen Überblick noch zu behalten über den Markt. Und der Nelson hat ja schon gesagt, wir sehen uns ja am Freitag. Hier zu den NFPs, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht habe ich den Dow Short bis dahin auch noch drin und mal gespannt, wie das Ganze dann ausgegangen ist. Und dann kann man das hier jetzt, was wir hier jetzt ja auch hatten, auch nochmal so ein bisschen nachbesprechen und dann mal gucken, ob die Idee oder beziehungsweise was heißt die Idee, ja, der Ansatz in Verbindung mit dem übergeordneten Trend, wie sich das entwickelt hat und was draus geworden ist. Und ich sage natürlich danke hier für die zahlreiche Teilnahme. Es waren heute so viel wie noch nie hier im morgendlichen zum DAX-Eröffnungshandel halt dabei. Und dafür natürlich meinen herzlichen Dank. Freue mich aufs nächste Mal. Passt auf euch auf. Werdet nicht krank, so wie ich. Und allen Kölnern, natürlich nicht den Düsseldorfern, wünsche ich schönen Karneval. Nein, ich wünsche natürlich auch den Düsseldorfern. Habt eine gute Zeit, macht nichts kaputt. Und danke natürlich auch an Nelson und an FX Flat. Und ich sage dann mal bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Bis dahin, danke euch. Ciao. Ciao.